Ja, hallo, hey, willkommen, mein Name ist Dani Röp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Was ist das? In der letzten Folge haben wir die letzten Geheimportale abgeschlossen und jetzt stehen wir vor dem Gebiet, wo wir gegen den letzten optionalen Boss kämpfen. Und ja, habe ich nie besiegt. Ich glaube noch nicht mal annähernd dran, den zu besiegen. Der 3DS-Version, also ja, mal gucken. Ich bin jedenfalls Level 99, weiß man ja schon. Meine Werte sind voll insane und ja, mal gucken, wie das abläuft. Habe ich nichts geändert an Angriffen, Traumfänger oder irgendwie sowas. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ist mir jetzt aber entfallen. Was wollte ich jetzt noch mal sagen? Ach ja, was ich ein bisschen blöd finde, ist, dem Boss kann man nicht ausweichen. Also jedes Mal, wenn man den Brunnenplatz betritt, muss man zwangsläufig schon gegen den kämpfen. Das finde ich ein bisschen doof gemacht, weil wenn man irgendwie noch Spezialportale oder so hat, die man hier, und da waren welche im Brunnenplatz auch, wenn man die noch nicht erledigt hat und ja, man muss den Boss vorher besiegen, dann ist das ein bisschen doof gemacht. Und ja, was ich übrigens auch komisch finde, in diesem Bosskampf werden, glaube ich, die Traumfänger nicht an meiner Seite kämpfen. Was ich vollkommen bescheuert finde, warum konnte das nicht gegen Ansem oder Semnas irgendwie gemacht werden, weil... Weiß ich nicht. Das waren so richtig epische Kämpfe, fand ich halt, ne? Oder Seanord oder die Rüstung von Vanitas, Ventus. Und ja. Warum mussten die da rumlaufen? Hier werden man behält noch die ganzen Effekte und sowas, aber die sind aus irgendeinem Grund nicht im Kampf beteiligt. Das finde ich sehr doof gemacht. Vor allem, man kann nicht irgendwie Traumfänger aus seiner Gruppe entfernen oder irgendwie sowas. Man kann die nicht entfernen. Und ja, bin ich ein bisschen doof gemacht. Warum müssen die dabei sein? Weil es einfach nur, du kennst irgendwie so einen richtig epischen Kampf, so Sora gegen Samnas, und dann sind irgendwie diese Mini-Pokémon und tun irgendwie, weiß ich nicht. Wisst ihr, was ich meine? Egal. Das ist, als würde man irgendwie Birth by Sleep Mysterious Figure bekämpfen mit Donald und Goofy an seiner Seite, weil ich das habe mich auch gestört. Und hier sind Gegner. Ich gehe jetzt hier rein. Ja, ich habe mich entschlossen, mit Rico als erstes den Kampf zu machen, weil ich habe das Gefühl, mit ihm wird ein bisschen einfacher, allein weil er mehr AP hat und stärkere Angriffe. Und ja, unser optionaler Boss ist diesmal nicht ein Kingdom Hearts Only Boss, sondern ein Disney Boss. Kannte ich vorher auch nicht, aber soll irgendwie von einem Mickey Mouse Cartoon kommen. Julius, wir haben unser Neonlichtschwert, Schlüsselschwert ausgerüstet und buff. Müssen wir jetzt eigentlich, oh Gott. Level 99. Wir haben nur so ein bisschen Erinnerung, was der alles drauf hat. Scout den erstmal so ein bisschen aus. Keine Ahnung, das ist irgendwie aus dem Mickey Mouse Cartoon, dieser Typ. Was schon so ein bisschen mehr horrormäßig ausgelegt ist. Also ist jetzt nicht so ein Typ, der irgendwie bekannt ist dafür, dass er sehr freundlich ist oder so. Aber von so wusste ich jetzt auch nicht, wer das ist oder so. Ich dachte, jetzt habe irgendwie eine, weil nicht, eine Verwandlung von Carlo oder irgendwie sowas. Aber anscheinend nicht. Ich kriege voll auf die Fresse die ganze Zeit. Aber hat er voll unspektakuläre Angriffe, finde ich irgendwie. Irgendwie Angst, Sinestra auch einzusetzen. Oh, ich habe den Angriff drin. Ich weiß nicht, ob der mir bringt. Aber bisher bin ich noch nicht in Lebensgefahr gewesen. Also natürlich bin ich schon mal in Lebensgefahr gewesen, aber er ist nicht so schlimm wie Mysterious Figure, also oder Lingering Will hier. Kingdom Hearts 2. Oh Gott, was ist das? Ah! Ach, Blitze, ah! Den kann ich jetzt noch nicht, weil ich bin noch nie so weit gekommen, glaube ich. Macht derbe viel Schaden jetzt.
Oh Gott. Oh, das war knapp. Was mit Sinistra bloß? Er hat den Angriff unbrauchbar gemacht, was? Okay. Au. Oh, was ist das? Ah, ich bin vergiftet. Ne. Oh ja. Aber ich bin konfus. Ha, Wurf. Was ist jetzt? Schon gleich erledigt. Was machst du jetzt? Such mal den. Oh Gott. Der hat. Was? Mach, ich kann ihn nicht anvisieren. Jetzt gleich nicht. Aua. Vigra, was? Du hast mein Vigra kaputt gemacht. Ey. Der hat mein Vigra kaputt gemacht. Wie kann das wagen? Alter, was war das? Oh. Okay, jetzt weiß ich, was er drauf hat. Diese Blitzangriffe mag ich nicht. Alter. Wahrscheinlich gibt es mit denen irgendwie einen Angriff, so, der voll effektiv gegen den ist. Auf sowas stehe ich nicht. Ich mach den so platt. Ich bin zwar Level 99, aber was soll's. Genau wie bei Mysterious Figure. Ich netze doch nicht Blitzstolz ein. Ich bin doch keine Pussy, hallo? Ich mach den so platt. Fast nur normalen Angriffen. Ja, Mysterious Figure, nicht ihn. Ich kann den Angriff nicht abwehren, was soll das? Ich glaube, wenn er seine Blitze einsetzt, sollte ich vielleicht von dem abhauen. Ne? Ich wollte eigentlich wieder blocken, aber okay. Er setzt ja voll die Wrestling-Moves gegen die eine. Naja. Schafft er auf mich zu, rennt, ey. Ja, den Angriff kann ich nicht abwehren. Warum nicht? Oh Gott, ich gehe weg. Kann ich da oben hin? Mein Daumen kann man hin, oder? Hey! Mann! Und auch wird da bestimmt welcher Angriff irgendwie hier. Ja. Hey! Du hast meinen Angriff gehabt! Boah, was ist das? Boah, Dreck. Ob das so gut war. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wenn meine zwei Vigras noch, das reicht. Das möchte ich schnell erledigen. Oder noch mal einsetzen am besten. So schwer ist er eigentlich nicht. Der ist wirklich nicht schwer. So, meine Angriffe sind weg, nehme ich an, für immer. Oh nee. Oh nee, das ist nicht. Das ist ganz schlechtes Timing gerade. Ich gehe jetzt mal hoch. Kann ich sogar. Oder? Ja, leck mich. Ich gehe nicht. Alter! Oh, noch ein Vigra wieder weg. Alter! Mehr. Aha. Oder drei gerückt, Mann. Warte mal. Sind die wieder gekommen? Ich glaube, ich hatte doch gerade weniger Angriffe, ne? Hi. Ja, war doof. Gut.
Nein. Geh weg. Weil es war sehr feige gerade, was ich mache, aber was soll's. Alter. Alter, wie willst du den Angriff ausweichen? Ich habe keinen Angriff, den ich einsetzen kann. Ne? Komm, hab dich gleich. Schalt mal dein Ding wieder aus. Und jetzt hat. Du schaltest dann immer aus, oder? So, erledigt. Mit Rico haben wir es geschafft. Okay, der Kampf war hart. Und der mit Zora einfacher wird, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Okay. Next time, behave. What? Ultima, ein außergewöhnliches Schlüsselschwert. Ah. Ja, da finde ich ein bisschen sehr dämlich. Es ist noch nicht mal das Stärkste, was? Boah. Was soll's. So, was ich aber sehr dämlich finde, ist in diesem Spiel. Oh, was? Den Gulli untersuchen jetzt nicht. Man sogar öfter gegen den kämpfen. Okay, jetzt kann ich öfter gegen den kämpfen. Oder für mich in Ruhe. Okay, was zum Teufel? Jetzt kann ich mal einfach so chillig gegen den kämpfen noch mal. Ja, schön zu wissen. Gewesen wird man jetzt, obwohl ich weiß gar nicht, mich mal nachgucken. Wohl eigentlich nicht, ist ja der letzte Part hier. Ne, ich hab's ja schon gesagt, das wird ja der letzte Part. Na, geht mal weg. Wir wechseln, ich speichere mal trotzdem. Auf, und dann wechseln wir zu Sora. Boink. Und machen den jetzt mit Sora platt. Gut. Brunnenplatz. Einer. Da war ich schon immer doof. Irgendwie, du tust den stärksten ultimativen Boss irgendwie erledigen. Und dann erst bekommst du die super stärkste Waffe, die es gibt im Spiel. Da machen die Tales of Spieler auch. Das geht mir so auf den Nerven. Warum bekommst du die allermächtigste Waffe erst nachdem du den allermächtigsten Boss erledigt hast? Dann kannst du die auch nicht mehr, dann kannst du die auch für gar nichts mehr gebrauchen oder so. Weißt du, so nach der Logik. Da verstehe ich nicht. Aber das ist ja nicht das stärkste Schwert, mehr oder weniger. Und zwar das Neon-Schwert, das ist das Beste. Blöd, ich habe so einen blöden Block angegriffen, ich kann nicht von allen Seiten nur blocken. Aber ich glaube, so hat ein bisschen mehr Verteidigung, mal doch, ne? Bist du denn? Bum 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 bum. Doch, Mann. Wow, Hilfe. Oh, verdammt. Ich weiß alles, wie du funktionierst, mehr oder weniger. Oh Gott, that face. Alter, der hat die Laterne kaputt gehauen, ey. Alter, ja, ist gut. Alter, wir sehen, wie viel er abzieht. Oh, ich bin schon in der Phase. Alter, ich will mal einen Ballon einsetzen, verdammt. Na, oh, du Sack. Oh, du hast keinen meiner wie. Okay, Elektrosturz habe ich sowieso nicht so oft eingesetzt hier. Weiß nicht, woran das liegt, welche Angriffe irgendwie geblockt werden oder so.
Mann, der hat das schon wieder gemacht. Ja, der Angriff, der blockt hat die ganze Zeit, Mann. Wie gesagt, jetzt habe ich zwei Angriffe weniger. Kann doch nicht mal Ballon gar einmal einsetzen. So, komm her. So, einfach dazwischen angreifen. Was machst du jetzt? Aber zu spät. Bist du tot? Nee, glaub nicht. Aber gleich. Was? Ich habe seinen Angriff abgebrochen. Den sein fetter Hintern, der tut all meine Angriffe hier blocken. Was soll das? Was? Der ist doch mit Blitzen umseht. Bams, mir doch egal. Ich mach dich jetzt. Mit. Siegesrutsche. Okay, keine Ahnung. Wir haben es geschafft. So, jetzt haben wir alles. Müssten wir eigentlich. Huh, wer war das denn? What was that about? Okay. Kein One-Liner, so wie Rico. Okay. Boink. Ich meine Trophäe oder irgendwie so was. Einfach nur so, ja, pff. Was denn jetzt besiegt? Was jetzt? So, Items. 98. Warum habe ich noch 98%? Ich müsste doch eigentlich. Verdammt nochmal. Dingens hier. Oder vielleicht ist er in der PS4-Version noch irgendwas. Warum habe ich zum Beispiel Kampf 94%? Woran liegt das? Weiß ich nicht. Item 98%. Was fehlt mir denn noch? Hab doch alle Angriffe und so. Alle Gegenstände. Ja, Trophäen fehlen mir, das ist klar. Ja, gehen wir nach Hause und beenden das Projekt. Ja, wahrscheinlich noch mal nachgucken. Irgendwas fehlt, aber ich glaube nicht. Wir haben noch einen ultimativen Boss hier hinzugefügt. Das wär's. Ja, glaube ich nicht. Ja, einen Moment. Schlüsselschwertmeister. Wer weiß, was du alle Schlüsselschwerter erhalten hast? Mir fehlt noch ein Schlüsselschwert. Was? Für ein Schlüsselschwert fehlt mir ja noch. Ich dachte, Ultima war letzte. Ja, ja. Ja, bestimmt irgendwann mit flinke Flitzer oder irgendwie sowas, ne? Ja, da habe ich doch auch schon alles erledigt. Ja, na, ich werde noch mal nachgucken. Vielleicht fehlt mir ja noch echt was. Vielleicht ist in der PS4-Version noch irgendwas hinzugefügt worden. Obwohl, ich weiß auch gar nicht. Selbst wenn das jetzt die 3DS-Version ja exakt übernommen gewesen wäre, ja, ich glaube nicht, dass ich dann auch wüsste, ob ich alles hätte oder nicht. Jedenfalls, ich würde dann aber mal stark annehmen, dass das hier der letzte Part ist. Aber das war noch nicht der letzte Kingdom Hearts Part auf diesem Kanal. Und zwar werden wir noch Name. Auf den Namen. Wie heißen die Dinger? A Fragmentary Passage, genau. Und X Backcover oder Chi Backcover. Und ich werde erstmal im Internet nachgucken, welches ich als erstes spielen sollte, so von der Reihenfolge her. Dreenoptisten war auf jeden Fall das erste, was man hätte spielen sollen. Ich glaube, irgendwie Fragmentary Passage hat irgendwas mit Dreenoptisten zu tun, mit dem Ending oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Und Backcover, weil das spielt ja 1000 Jahre irgendwie so vor Kingdom Hearts. Also weiß ich nicht. Ich werde mal gucken, welches als nächstes kommt. Fragmentary Passage wird natürlich spielbar sein, wie immer, aber Shiba Cover werde ich dann wahrscheinlich nur mir angucken und drüber kommentieren. Wird zwar ein bisschen langweilig, aber ich will da auch, weiß ich nicht, meine Eindrücke irgendwie so aufnehmen, meine Reaktion mehr oder weniger. Und ja, mal sehen, was als nächstes kommt. Okay, dann muss ich aber sagen, ich bin das Projekt hier. Bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen, für jeden, der sich das Projekt angeguckt hat. Falls sich jemand das Projekt angeguckt hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von Let's Play, was auch immer. Tschö, tschö. Und haltet die Ohren steif.